Wie sieht's aus? Noch kein Zeichen von der mystischen Barriere, die du erwähnt hast. Oh, du wirst es merken, wenn sie auftaucht. Wie geht's dir? Als ob ich nach langer Zeit wieder bei mir bin. Ich wurde in die Tiefen dieser Welt der Götter und Monster geworfen. Jetzt, da ich meine Zukunft kenne, kann ich wieder Luft schnappen. Diese Dinge, die ich erlebt habe oder erleben werde. Wie Raiden sagte, es wird anders sein. Das klingt doch gut. Die Dinge, die mein Dad erlebt hat. Sein furchtbares Trauma. So haben sich meine Eltern kennengelernt. Sie verliebten sich, als er sich erholte. Wenn diese Dinge nicht geschehen, triffst du Mom nicht. Dann werde ich nie geboren. Jackie, ich kann nicht behaupten, dass ich dieses Kosmoszeug verstehe. Aber du bist aus einem bestimmten Grund hier. Du bist nicht irgendein Unfall. Das hoffe ich. Shengsongs Insel. Da wären wir wieder. Damals beim Turnier waren überall Leute. Diese Typen sahen deutlich jünger aus. Als wäre es gestern gewesen. Nach Shengsungs Tod ist dieser Ort ebenfalls gestorben. Niemand da. So viel zur Tarnung. Hätten die Jungs mitbringen sollen. Ich hoffe, dass Raiden mit dem Brunnen der Seelen falsch lag. Ich möchte hier nicht länger als... Mehrere Kontakte. Wie viele? Zwei, aber einer umkreist uns ziemlich schnell. Monika wusste, dass Raiden jemanden herschicken würde. Ich hab keine Ahnung. Gib mir 10 Sekunden mit dem Kerl. Jax Briggs, wir waren Partner unter Quan Chis Kommando. Du wirst dich mir anschließen. Hast den falschen Jax. Ich war kein Wiedergänger. Werde nie einer sein. Okay, jetzt habe ich einen richtigen Camper, hä? Huh?
Und ich glaube, je öfter ich angreife, umso heiler werden die Dinger und die machen mehr Schaden dadurch, richtig? Alter, mit ihm zu kämpfen macht Spaß. Okay. Ah, ich sehe schon, wer das ist. Glaube ich zumindest. Ja, ich weiß, wer es ist, glaube ich. Das ist der Typ, gegen den wir mit Grabonne gekämpft haben, letzte Folge. Oder? Perfekto. Alter, mit ihm zu kämpfen macht echt Bock. Zeiten ändern sich, Kabal. Die Finger vom Brunnen der Seelen. Du bist nicht so stark, wie du glaubst, Jax. Sandel hat kurzen Prozess mit dir gemacht. Ich nehme mir die Frauen grün vor. Damals wusstest du, für wen du kämpfst. Aber Quan Chi und Chronika haben dich getäuscht. Ich schloss mich Raidens Kampf gegen Shao Kahn an. Er führte mich ins Verderben. Jetzt führt Raiden auch dich dorthin. Fight! Wie hast du mich jetzt getroffen, bitte? Wieso sind wir jetzt so scheiße hell? Perfekt. Ziel ausgeschaltet. Okay. Komm runter, Jade. Jade, lass mich mal angreifen, bitte. So, perfekt. Ich versuche mein Glück mit Raiden. Genug mit dem Totentanz.
Raiden meinte, sein Seelenbrunnen wäre im Untergrund. Hier lang. Das ist Goros Versteck? Netterweise ohne Goro. Bei meinem ersten Turnier hat mich Shang Tsung hier eingesperrt. Dachte nicht zurückzukommen. Weißt du noch, wo ein Seelenbrunnen sein könnte? Keine Ahnung, ich wurde übel zugerichtet. Die Erinnerungen sind unscharf. Diese Krone. Fünf Mäuse, das die Chronika gehört. Sie entzieht dem Brunnen Seelen. Dieses Ding ist sicher bewacht. Schnappen wir es uns, bevor die Wache zurück ist. Ich war nie weg. Rausgerissen und es in Shang Tsungs altem Thronraum zurückgelassen. Die neue Ära wird dies aus der Geschichte streichen. Warte, Jackie. Ich mach das. Ermac war schwach. Er hatte deine Arme genommen, dich aber nicht getötet. Ganz richtig. Ich bin ein zäher Hund. Fight! So. Okay, das wird übel, glaube ich. Weil Schattenkräfte sind übel. So. So, perfekt. Erste Runde geschafft. Okay, holy shit. Holy shit. Jetzt geht er wohl aufs Ganze. Bro, willst du mich auch mal angreifen? Wow, perfekt. Da unten ist er damit jetzt. Gut. Ermac ist wohl nicht der Einzige, der schwach ist.
uns das Ding und raus. Entworfen. Was tust du? Ich gebe dir das Leben, das du verdienst. Und zerstörst das Universum? Nicht zerstören, ich starte es neu. Die Zeit als Wiedergänger. Die verlorenen Jahre, die Dinge, die ich tat. Deine Mom gab mir Halt. Doch ich war dir nie ein guter Vater. Du redest Unsinn, Mann. Du hast eine tolle Tochter. Eine gute Soldatin. Sie sollte keine Soldatin sein. Ich wollte nie, dass du all diese Risiken auf dich nimmst. Hätte ich nicht versagt, hättest du nicht den Drang gehabt, das tun zu müssen. Das ist nicht der Grund, warum ich das tue. Bitte. Gib mir die Krone. Ich will niemandem wehtun. Das ist doch einfach irre. Halt dich zurück. Du solltest nicht gegen dein Dad kämpfen. Ich werde das mit mir selbst ausmachen, okay? Hätte nie gedacht, dass ich mal so tief sinke. Du hast keine Ahnung, wie schlimm es noch kommen wird. Deine Arme zu verlieren, war erst der Anfang. Du hast gelitten. Das musst du immer noch. Aber man verrät seine Einheit nicht. Und seine Familie schon gar nicht. Fight! Gott, holy shit. Okay, jetzt macht der mehr Kombos als ich. Tom, kannst du mal aufhören? Bummel. Meine Herren. Ritten gefällig. Gut. Gut. So. Das sieht richtig gut, Alter. Perfekto. Ich muss das wieder gut machen können. Und erholt sich. Wie geht's dir? Platt. Dito. Er kann nicht hier bleiben. Schaffen wir ihn zusammen mit der Krone raus. An diesen Ort muss ich so schnell nicht zurückkehren. Sehe ich genauso. Händigt Kronikas Krone und den alten Jackson Briggs aus. Dann wird euch nichts geschehen. Keine Chance. Du hast die Götterältesten verraten, Cetrion. Kronika muss das Gleichgewicht wiederherstellen, das Raiden zerstört hat. Siehst du nicht, dass er hier das Übel ist? Wenigstens ein Übel, das wir kennen. Besiegen wir einen Götterältesten? Cassie hat Shinnok besiegt. Nur weil die Cages von Geburt an irrsinnig magische Kräfte haben. Vielleicht haben wir unsere eigene Magie.
Nun tretet zurück. Wenn ihr Widerstand leistet, werdet ihr leiden. Was tust du? Zurück, wir wissen nicht, was dieses Ding bewirkt. Dein Geist ist zu schwach, um Kronikas Waffe zu tragen. Nimm sie ab zu deiner eigenen Sicherheit. Ich muss sie nur lange genug tragen, um dich zu besiegen. Okay, jetzt kommt also Magie auch noch dazu. So uns gegenseitig gekontert. Gut, Eis, Feuer. Komm schon. Perfekt. Ich habe mit Jax angefangen, also bringe ich die ganze Mission mit ihm zu Ende. Außerdem kämpfe ich mit ihm richtig. Ist das sein Kampfstil eigentlich richtig geil für dich? So. Komm schon. Luft ist Glück. Komm. So, kriegst du halt den Fatal Blow rein. Easy. Mission erfüllt. Du wurdest gewarnt. Einfache Sterbliche können die Krone nicht kontrollieren. Ich wollte dir nicht wehtun. Doch nun zwingst du mich dazu. Was zur Hölle machst du? Gib mir die Krone und ich werde sie verschonen. Nein, gib sie ihr nicht! Geh! Ihr Leben liegt in deinen Händen. Niemand will hier irgendwen verletzen. Ich bitte dich, überlass die Kleine nicht diesem Schicksal. Verflucht! Und jetzt bring Jackie zurück. Dad! Wie konntest du mir das antun? Ich tu dir nichts an, Jackie. Ich tu es für dich. Aus Liebe. Kronika erwartet uns. Komm schon. Der Kampf geht weiter. Das hier wird uns Erlösung bringen.
Vielen Dank, euch beiden. Ich spüre Besorgnis, Jackson Briggs. Normalerweise umgeben mich nicht so viele freundliche Gesichter. Wir sind ungleiche Verbündete, vereint für eine gemeinsame Sache. Sorg dich nicht. Lu Kang, Kitana, sind die Truppen versammelt? Sie sind auf dem Weg. Kitana und ich stellen sicher, dass sie wie geplant eintreffen. Ausgezeichnet. Während ich meine Kräfte sammle, rückt die neue Ära heran. Der Bericht von Jacqueline Briggs. Ihr Vater hat unsere Situation durch sein Handeln stark kompromittiert. Ich weiß, das ist schwer zu glauben. Auch wenn wir den Turm finden, ist Kronikas Macht wesentlich größer als unsere vereinten Kräfte. Vielleicht sollten wir doch Shinnoks Amulett einsetzen. Das geht nicht, Cassandra Cage. Ich habe gesehen, was man damit tun kann. Du hast die gesamte Armee des Unterreichs aufgehalten. Und das nicht mal mit voller Kraft. Ich kann mich nicht den Verlockungen seiner dunklen Macht aussetzen. Selbst jetzt ruft es mich. Kronikas Vorteile hin oder her. Wir müssen angreifen, sobald wir wissen, wo der Turm ist. Es ist Stunden her, dass wir von den Großmeistern gehört haben. Was machen wir, wenn sie nicht zurückkehren? Das müssen sie. Sonst ist alle Hoffnung verloren.